Der Österreicher Gerhard Plattner hat sich das Ziel gesetzt, die Strecke von Vicenza nach Stockholm mit 100 Euro zurückzulegen. Mehr sollte der völlig serienmäßige Skoda Citigo CNG an Treibstoff nicht benötigen. Für einen rund 2600 Kilometer Trip quer durch Europa. Klingt erst einmal recht schwierig, diese Herausforderung alleine mit dem Normverbrauch von 2,9 Kilogramm Erdgas pro 100 Kilometer zu meistern. Plattners Antrieb war es dabei, aber diesen trotz der Überquerung der Alpen zu unterbieten. Und er hat es tatsächlich geschafft. Im Ziel in Stockholm war sogar noch Gas für weitere 300 Kilometer im Tank. Und ein wenig Geld hatte Gerhard Plattner auch noch übrig. Das sind jetzt noch 9,93 Euro übrig geblieben von einer Fahrt von mehr als 2600 Kilometern. Das sind fast 10 Euro. Von 100 Euro, die wir vorgesehen hätten, war das ein recht schöner Restbetrag eigentlich. Ich habe 2619 Kilometer mit weniger als 100 Euro zurückgelegt von Vicenza in Italien bis hierher nach Stockholm. Das entspricht einem Durchschnittsverbrauch von 2,39 Kilo, Erdgas rechnen wir mit Kilo, für 100 Kilometer. Das liegt weit unter dem Normverbrauch von 2,9 Kilogramm. Aber das Wesentliche ist nicht, dass mir jetzt noch rund 10 Euro übrig geblieben sind. Bei den Preisen in Schweden kommt man nicht sehr weit mit dieser Summe. Das Wesentliche ist, wir haben einen absoluten Rekord aufgestellt mit diesem Auto, nämlich mit 69 Gramm auf einen Kilometer CO2-Emissionen. Das hat noch kein Auto geschafft. Gerhard Plattner hat diese Rekorde mit einem völlig serienmäßigen Skoda Citigo CNG herausgefahren. Würde man ihm noch einmal 100 Euro geben, würde er mit Sicherheit auf der Rückfahrt versuchen, den Verbrauch und CO2-Ausstoß noch einmal zu verbessern.